Moin Moin Bros, Sisters, mein Name ist Stylish Styles und heute zocken wir Suck Up. Hört zu und passt auf, wie geil das ist. In diesem Spiel spielen wir einen kleinen hungrigen Vampir auf der Suche nach Blut. Und das Gute ist, wir sind in einer Stadt. Hier sollte es eine Menge Blut geben. Allerdings gibt es eine Regel. Wir dürfen die Leute erst töten, nachdem sie uns in ihr Haus eingeladen haben. Dieses Spiel benutzt mein Mikrofon. Und ich muss jetzt von Haus zu Haus gehen, anklopfen und die Leute dazu überreden, mich reinzulassen. Das ist so ein neumodiges AI-Spiel. Verdammt, habe ich Fledermaus-Unterhosen an! So lässt mich doch keiner rein. Aber natürlich können wir uns anziehen. Ich sehe immer noch aus wie ein Vollidiot. Aber zumindest nicht mehr wie ein nackter Vollidiot. Und das ist schon mal ein Vorteil. Oh, warte mal. Wir können uns als Bauarbeiter tarnen. Das ist doch das perfekte Kostüm, um bei irgendwelchen Leuten eingeladen zu werden. Yo, yo, yo. Was geht ab, mein Bauarbeiterkumpel? Wie kann ich den Sound für dich heute aufpumpen? Oh, er ist ein Musikfanatiker. Ich sag ihm einfach, ich möchte coole neue Musik hören. Hey, man, I wanna listen to cool new music. Do you got something for me? Ey, ey, ey. Kein Problem, mein Dude. Ich hab die freshesten Beats in der Stadt. Nach was für einem Vibe suchst du? Suchst du etwas Chilliges oder etwas Geiles? Lass es mich wissen. Oh mein Gott, das reagiert so gut auf... Man, I just wanna listen to straight fire. Ich möchte etwas Geiles hören. Oh, du möchtest also richtig aufdrehen? Ich hab dich, Bro. Hör dir den Track Blazing Hot oder Lil Swipe an. Damit hast du die fresheste Playlist. Und dann lass mich wissen, was du denkst. Can I come in, so we listen together? Kann ich reinkommen und wir hören zusammen? Yo, my man. Fühlst du den Beat so sehr? Ich bin down. Lass uns zusammen viben. Oh mein Gott, das war ja zu easy! Das war ja zu easy! Oh mein Gott! So macht man Leute fertig! Und jetzt habe ich diesen Rucksack. Und was habe ich noch? Ein Walkie-Talkie. Ich kann mir theoretisch seine Kleidung anziehen. Bro, ich bin jetzt einfach du. Dein Haus ist ziemlich leer, ziemlich langweilig hier. Unsere erste Person haben wir fertig gemacht. Es geht weiter zur zweiten Person. Let's go! Hallo. Oh. Oh, hallo, hallo. Wie geht's dir, Lil Swipe? Was für eine nette Überraschung. Wie kann ich dir heute Abend helfen, Süßer? Sie denkt jetzt, ich bin ihr Nachbar. Was sage ich denn am besten, um reinzukommen? Hey, I locked myself out of the house. Can I use your telephone? Ich habe mich selbst ausgeschlossen. Kann ich dein Telefon benutzen? Oh, dear me. Es tut mir leid, ich habe leider kein Telefon. Aber keine Sorge, ich kann dir helfen, meinen Schlüsselmacher zu finden. Ist es kein schöner Tag draußen? Verdammte alte Hexe, du willst mich nur nicht reinlassen! No, it's actually very cold. Can I please come in for a second? Es ist ziemlich kalt draußen. Kann ich für eine Sekunde reinkommen? Bitte? Oh, es tut mir leid, Süßer. Ich kann dich leider gerade nicht einladen. Es... Verdammt! Mist, lass mich rein! Okay, bei der Dame hat's nicht funktioniert. Oh, warte mal, mit Schiff verwandeln wir uns in eine Wenn eine Tür vor mir zugeschlagen wird, kommt die Nachbarschaftswache. Das ist nicht gut. Ich verwandle mich gleich in einen Vampir. Ich muss abhauen. Mist, ich habe meine Kleidung da liegen lassen. Das ist so doof. Aber warte mal. Ich habe ja hier noch Kleidung liegen. Dann sind wir wieder ein Bauarbeiter. Wir haben hier nichts mit irgendjemandem am Hut. Wir tun... Oh, was ein cooler Helm. Ich tue so, als wäre ich Motorradfahrer, weil der Typ hier ist definitiv Motorradfahrer. Und Motorradfahrer... Mist, Junge, der nervt. Und Motorradfahrer verstehen sich untereinander. Obwohl, ich gehe jetzt erstmal weiter. Ich muss erstmal abhauen. Ich würde die Häuser schon gerne chronologisch abarbeiten, ne? Deswegen... Bitte, bitte, bitte. Einfach laufen. Mist! Verdammt! Wenigstens sind wir schnell abgehauen. Aber meine Kleidung liegt noch da. Dann zieh mir das erstmal an. Oh, der Tüte über meinem Kopf. Ist nicht gut. Wo ist mein Motorradhelm? Der müsste doch hier irgendwo gelegen haben. Verdammt. Ich brauche den Motorradhelm, um den nächsten Typen zu bezirzen. Okay, weißt du was? Die Nachbarschaftswache nervt mich ein bisschen zu sehr. Ich laufe jetzt einfach mal hier rum. Wir haben einen Mini-Kühlschrank auf dem Rücken. Okay. Was kriegen wir hier noch? Als ob wir hier campen gehen wollen. Vielleicht ist das ein Typ, der gerne campt. Oh, verdammt. Das wollte ich nicht ausziehen. Das tut mir leid. Yo. Okay, let's go. Mit einer Maske über den Kopf, das ist nicht gut. Was im Namen der elektromagnetischen Felder passiert außerhalb meines elektromagnetischen Feldes? Excuse me, the electromagnetic fields outside are pretty dangerous. Can I please come in? Ich sag, die elektromagnetischen Felder hier draußen sind ziemlich gefährlich. Kann ich vielleicht reinkommen? Gefährlich? Du denkst, die Gefahr ist nur draußen? Oh mein... Elektromagnetischer Freund, die wahre Gefahr liegt überall. Aber okay, ich akzeptiere. Was ist das Passwort? Der hat ein Passwort? The password is electromagnetic.
Das Passwort ist elektromagnetisch. Komm schon. Ah, der süße Sound von elektromagnetischen Wellen ist das Passwort. Du hast den ersten Test bestanden. Beantworte mir das. Was ist die Frequenz der vom Staat geförderten elektromagnetischen Wellen? Was zur Hölle? Lass mich doch einfach rein. The frequency is 4. Die Frequenz ist 4? Komm schon. 4? Das ist keine typische Antwort. Aber es zeigt, dass du außerhalb der Folienbox denkst. Nun die letzte Frage. Was ist deine Lieblingsverschwörungstheorie? Dogs will rule the world. Hunde werden die Welt erobern. Ah! Was eine komische Wahl. Aber faszinierend. Hunde, die die Welt regieren, das erklärt so viel. Du hast mich beeindruckt, mein elektromagnetischer Freund. Komm rein! Lass uns die Geheimnisse des Universums gemeinsam erforschen! Let's go! Wuhu! Ja! Okay! Und rein geht's in sein Haus! Tut mir leid, mein Freund! Du bist dumm! Ich bin ein verdammter Vampir! Boom! Und ich beiß dich nackt! Ah! Diese Zähne sind voller Fluorid! Okay! Jetzt haben wir sein Kostüm an. Ich möchte seine Hairline ehrlich gesagt nicht haben. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass ich den Okay, verdammt, die Nachbarschaftswache, die ist jedes Mal da, die nervt mich so sehr. Aber das ist gut, wir haben jetzt schon mal 2 Leute. Was ist denn das für ein fluffiger Hut, den ziehe ich sofort an. Oh, ich kann mich sogar als Weihnachtsmann verkleiden. Allerdings brauche ich Kleidung, nicht nur eine Kopfbedeckung, das ist zu wenig. Wir nehmen diesen Rucksack hier. Oh, der hat ein schönes Auto, ne? Ha, aber ich kann doch nicht nackt vor seiner Tür stehen, was hat er hier noch? Oh, er spielt anscheinend Golf. Er spielt anscheinend Golf. Das ist gut zu wissen. Aber ich habe keine... Oh mein Gott, ohne Kleidung wird das schwer. Ich habe jetzt noch irgendeine Essenspackung in die Hand genommen. Was bringt dich so vor meine Haustür? Hey man, I'm the golf-playing pizza guy. Ich bin der golfspielende Pizza-Typ. Golf-playing pizza guy? Und du glaubst, ich glaube das? Und was soll das mit der Weihnachtsmütze? Man, because it's Christmas. I'm just looking for a partner to play some golf. Es ist Weihnachten. Ich suche nach einem Partner, um ein bisschen Golf zu spielen. Ah, na gut. Ich denke, Golf wird wahrscheinlich nicht das Schlimmste sein, Weihnachten zu machen. Aber wieso sollte ich einen Fremden wie dich in meinen schönen Golfkurs reinlassen? Man, because I'm the best golfer in this town. Weil ich der beste Golfer in dieser Stadt bin. In der Stadt. The best golfer. Huh? Ich hab das schon mal gehört. Sag mir, was ist dein Handicap? Und unterschätze nicht meine Skills. Ich hab den Golfplatz dominiert, da warst du noch nicht geboren. Oh, er lächelt. Er lächelt. Er will mich gleich reinlassen. My golf handicap is minus 28. Ja. Minus 28? Also entweder bist du der nächste Tiger Woods oder ich weiß nicht. Ich gebe dir eine Chance. Beweise dich. Wir spielen und wir gucken, ob du wirklich so gut bist, wie du sagst. Aber bitte zieh dir erstmal was Richtiges an. Würdest du? But I play better like this. Closing is just bad for me. Oh mein Gott, nein, ich hab's verkackt. Ich muss mir erst was anziehen, bevor er mich reinlässt. Er will mich nicht nackt in sein Haus lassen. Wie respektlos ist das denn? Ich würde ein... Oh mein Gott, nein. Ich hätte ja schon so viel Kleidung an, wären die ganze Nachbarschaftswache nicht da. Wo finde ich denn irgendetwas? Hier muss doch irgendwo was rumliegen. Kleidung. Hier liegt Kleidung. Oh mein Gott, das hatten wir vorher an. Aber er soll mich trotzdem erkennen. Allerdings ist die Nachbarschaftswache wieder da. Oh Gott, ich hasse es. Wir laufen hier rum. Die kommt halt jedes Mal, wenn eine Tür vor mir zugeschlagen wird. Kann ich hier durch den Busch? Oh mein Gott, ja, es funktioniert. Okay, ich habe jetzt was an. Let's go. Was machst du so spät hier? Und warum trägst du diese komischen Sachen? Don't you remember me? Erinnerst du dich nicht an mich? Das kann ich nicht sagen. Bitte erfrische doch mein altes Gehirn. I'm the golf-playing pizza guy. Ich bin der golfspielende Pizzatyp. Der golfspielende Pizzatyp. Ich erinnere mich jetzt. You said you let me play golf on your court. Hab ich? Ich hab's vergessen. Aber ich denke, du bist nun hier. Lass uns eine Runde spielen, Golf-Pro. Let's go. Oh, wenn du wüsstest, was mit dir gleich passiert. Alright. Zeig mir, dass du ein Golfpro bist. Aber erinnere dich dran, wenn du meinen Platz zerkratzt, werde ich dich zerkratzen. Alright. Okay, du hast mich überzeugt. Let's go. Oh, mein Freund, wenn du nur wüsstest. Und... Boom. Oh, warte, nicht weglaufen. Bleib hier. Oh, mein Gott. In meinen guten alten Zeiten hatten wir echte Vampire. Ja, aber inzwischen nicht mehr. Inzwischen gibt es nur noch Fake-Vampire. Golfspielende nackte Vampire.
in der Nachbarschaft. Du hast ein schönes Auto. Ich habe deinen Golfplatz jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen, weil du schon tot bist. Allerdings, was sind... Oh mein Gott. Was ist hier an diesem Haus besonders? Wir müssen immer auf die Besonderheiten eingehen, um die Leute zu überzeugen, dass sie uns reinlassen. Oh, verdammt! Die Nachbarschaftswache nervt dich! Der hat einen Pömpel hier. Oh mein Gott, und schöne Blumen, ein schöner Garten. Okay, dann ziehe ich das hier an. Eine Brille, okay, okay. Dann siehst du die roten, gruseligen Augen nicht. Was ist das? Eine Schultertasche? Okay, wir haben es mit einer Lady zu tun. Oh, verdammt, ich wollte mich nicht ausziehen. Tut mir leid, Lady. So. Oh, hallo. Bist du hier, um uns mit deiner Street-Performance zu unterhalten? Bravo, bravo. Oh. Ja, ma'am, I'm a Street-Performer. I perform flower magic. Magic with flowers. Ich bin ein Street-Performer, ich mache Blumenmagie. Magie mit Blumen. Ja, oh, flower magic. Wie interessant. Aber weißt du was? Ich nehme meine Blumen ziemlich ernst. Könntest du deine Magie bitte an anderen Blumen probieren, wenn es dich nicht stören würde? No, ma'am. I know your flowers are the most important thing in my magic. I don't use them. Ha! Wenn du meine schönen Blumen nicht benutzt, was benutzt du dann für deine Blumenmagie? Ich muss wissen, ob du meine hohen Standards erfüllst. Oh, hohe Standards, Lady. I just need some seeds. May you have something? Ich brauche nur ein paar Samen. Vielleicht hast du irgendwas. Oh, schön. Ich habe viele Samen in meinem magischen Garten. Es freut mich, dir ein paar zu geben. Warte nur einen Moment. Oh, thank you. That would be great. Danke, das wäre großartig. Kein Problem, mein Süßer. Hier sind die Samen, frisch vom Garten. Nun, zeig mir deine Flower Magic. Aber enttäusch mich nicht. Verdammt, ich wollte ins Haus reinkommen. Wie komme ich jetzt rein? You got such a beautiful garden. I don't wanna ruin it. Can I do it inside? Sie hat so einen schönen Garten. Ich möchte ihn nicht ruinieren. Kann ich es drinnen tun? Drinnen? Ja, ich denke. Aber sei vorsichtig, mein Liebling. Okay. Verdammt. Oh nein. Nein, nein, die Nachbarschaftswache kommt. Das ist nicht gut. Where Taser Gun? Verdammt! Er hat mich gesehen! Ich muss weg! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich dachte, wir kommen bei der Lady rein, aber sie hat uns keine Chance gegeben. Die Hexe! Der hat auch einen schönen Garten. Mal sehen, vielleicht komme ich ja auch nackt bei ihr rein. Ich hoffe. Oh, ist ein Typ. Wie geht's dir, Buddy? Hast du dich auf dem Weg zum Strand verirrt? Aber es gibt doch keine Ozeane hier. I just got robbed. Please, can I come in for a second? I'm very afraid. Ich wurde ausgeraubt. Kann ich vielleicht reinkommen für eine Sekunde? Es tut mir leid, das zu hören. Aber hier kommen keine Fremden rein. Viel Glück. Ach, Mist. Yo. Was ist aus nachbarschaftlicher Liebe geworden? Ich habe 3 deiner Nachbarn gefressen. Langsam brauche ich auch Liebe. Aber ich denke, für heute lassen wir das erstmal hier stehen. Falls Sie Lust haben, dass wir noch ein paar mehr Häuser uns angucken, dann schreibt Hashtag Vampir in die Kommentare. Ich finde das ein geiles Spiel. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye. Hey,